Wir sind in den Leaderboards, Leute. Wir sind in den Leaderboards. Ich wusste doch, dass das harte, jahrelange Training sich irgendwann auszahlen wird. Ihr seht, Platz 191 sind wir schon mit ganzen 53 Trophäen. Was ein Traum. Wir sind jetzt schon hier auf dem Weg zur Weltelite und können jetzt bald alle fertig machen. Und ihr seht, wir sind jetzt auch Level 3. Ich habe einen neuen Charakter freigeschaltet, die Jessie. Und die hat hier auch eine coole Fähigkeit. Und zwar kann die dann eben als Superfähigkeit eine Kanone platzieren. Wir haben 186 Coins und dafür öffnen wir hier wieder so eine Box. Und wir bekommen Elixier und damit können wir unsere Charaktere verbessern. Ich würde sagen, wir tun mal die Jessie. Und zwar tun wir das. Wenn wir mal schauen. Sagen wir verbessern die Gesundheit. Level 2. Jetzt hält sie 735 aus. Und ich hatte hier jetzt auch ein neues Event freigeschaltet. Und zwar ist es hier eben dann immer noch natürlich der gleiche Spielmodus, allerdings auf einer anderen Karte. Und ich habe das letztes Mal oder die letzten Male noch nicht erwähnt. Und zwar habt ihr ja gesehen, dass man da eine gewisse Anzahl an Münzen sammeln kann. Hier waren es, glaube ich, 80. Und wenn man die erreicht hat, kann man in diesem Event dann eben keine Münzen mehr sammeln. Eben. Natürlich, dass wir hier nicht einen Haufen Münzen sammeln können, müssen wir hier immer dann auf das nächste warten. Ihr seht, hier unten 6 Stunden, 1 Minute, hier 18 Stunden, 1 Minute. Und je mehr eben Charaktere wir haben, es gibt hier eben 4 verschiedene Events. Fürs dritte brauchen wir mindestens 5 Charaktere und um das vierte zu spielen, dann 8. Also das Ganze ist natürlich, dass wir nicht unendlich, oder was heißt hier unendlich, nicht einen Haufen Münzen auf einmal einsammeln können, sondern wie wir es natürlich bei Clash Royale auch kennen, da zum Beispiel mit eben nur 4 Kartenslots eben ist hier die Münzen dann eben auch begrenzt, dass wir nicht so schnell hochkommen, sondern uns hier eher zu den In-App-Käufen greifen. Und das Tolle an dem System hier, dass hier jeder Charakter eben die Trophäen einzeln hat, ist eben, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel neuen freischaltet oder kauft, dann hat der 0 Trophäen. Das heißt, wenn ihr mit dem dann verliert, dann verliert er natürlich keine Trophäen. Aber wenn ich jetzt hier mit der, wie schon 28 Trophäen, wenn ich jetzt mit der verliere, verliere ich natürlich viel mehr Trophäen, als wenn ich hier jetzt mit Jessie, auch wenn es hier natürlich jetzt noch keinen so einen großen Unterschied macht, aber später dann schon. Das heißt, man kann hier, wenn man das auf alle Charaktere dann gut verteilt, dann kann man das, man muss natürlich auch alle gut spielen können, dann natürlich das Risiko minimieren, hier weit abzurutschen. Ja, ich würde sagen, wir gehen trotzdem hier gleich nochmal in einen Kampf rein. Und zwar jetzt hier Mushroom Cave, weil wir das haben ja letztes Mal noch nicht gesehen. Und das Tolle an solchen Spielen ist natürlich, wenn man hier mit zwei anderen Menschen spielt, dass wenn man verliert, dann kann man die Schuld immer auf die anderen schieben, was natürlich immer sehr praktisch ist. Dann ist man selber nie schuld, sondern immer nur die anderen. So. Natürlich auch immer schön im Gras verstecken. Ich hatte natürlich jetzt durch die paar Runden, die ich hier noch so gespielt habe, wird das alles noch mal ein bisschen genauer angeschaut und hoffe, dass ich mich da jetzt auch ein bisschen besser auskenne. So, die Kanone habe ich leider nicht gut platziert, habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Das Tolle an der Kanone ist, wenn man sie natürlich in der Mitte platzieren würde, dass die
eher ein bisschen verteidigt. Es gibt ja auch zum Beispiel bei einem anderen Charakter diesen Bären. Ich weiß zwar nicht, wer den hat, leider. Wir haben keinen Charakter, der das kann. Aber wir haben hier eine Kanone. Und um, nicht, ob ich das erwähnt habe, um eben die Spezialfähigkeit aufzuladen, müssen wir Gegner treffen. Das heißt, wir können auch nicht einfach immer nur hinten rumcampen. Dann können zumindest unsere Spezialfähigkeit nicht auffüllen. Und da ist auch schon der besagte Bär. So. Aber. Und wir müssen natürlich jetzt weiter die Rangliste weiter nach oben klettern. Und ich frage mich ja die ganze Zeit diese schlechte Internetverbindung, ob das eigentlich an denen liegt. Weil normalerweise sollte das wunderbar funktionieren. So, und ihr dürft euch natürlich auch nie zu früh freuen. Das Ganze kann sehr schnell auch immer nach hinten losgehen. Kann sein, dass ihr kurz vorm Gewinn seid, aber dann noch alles verliert. Also immer auch bis zum Schluss voll dabei sein. Und wenn man verliert, so wie in dem Fall, dann das Ganze auf die Teamkollegen schieben, dass die schlecht waren. So wie das natürlich jetzt hier auch wieder war. So, Level 3. So, und ihr könnt jetzt hier auch schön sehen, dass wir mit diesem Charakter jetzt keine Trophäen verloren haben und deswegen jetzt immer noch bei 53 Trophäen stehen. Aber ich würde sagen, wir starten natürlich hier gleich nochmal einen Kampf, den wir dieses Mal gewinnen werden. Dank meiner Genialität. Wir benutzen natürlich nochmal diesen Charakter. Und starten hier jetzt gleich mal durch. Ja, mal sehen. Oh, da hat jetzt der Gegner auch schon eine Kanone. Ging aber ziemlich schnell. Wir haben unsere Spezialfähigkeit noch nicht mal annähernd. Irgendwas. Wir haben noch gar nichts. So, die Gegner haben jetzt auch schon 5 Kristalle. Aber das ist kein Problem für uns. Wir ziehen die dann trotzdem noch. So. Die dominieren gerade noch die Mitte, aber das werden wir dann schon gleich noch ändern. Müssen hier noch ein bisschen regenerieren, aber das geht ja immer sehr schnell. Und da ziehen wir jetzt alle, sammeln hier mal immerhin 3, 4, jetzt haben wir schon 7 Kristalle und die nur noch 2. Steht jetzt auch toll eine Kanone, die uns ein bisschen hilft bei der Verteidigung. So, können wir unsere Kanone dann auch setzen. So, und jetzt wird es da auch relativ brenzlig. So, der geht toll zurück. Alle hat alle, fast alle, hat 8 Kristalle. So, wir haben die 10, jetzt müssen wir das Ganze halten. Der mit der 8 geht ganz schön weit in die Mitte. Ganz so gut, jetzt versteckt er sich. So, jetzt ist er gestorben. Aber unser Teamkollege konnte das glücklicherweise direkt wieder einsammeln und er wird sich jetzt sicher hinten verkämpfen und wir werden versuchen, den hier zu verteidigen, jawohl. Und dann ist es auch unser Sieg. So, ihr Sieg plus 5 Trophäen. Und jetzt schauen wir gleich mal nochmal auf die Leaderboards und Rang 4 sind wir jetzt auch. Bekommen so nochmal ein paar Coins. Haben jetzt 106, können hier nochmal eine Truhe öffnen und bekommen hier den Brock. Einen neuen Charakter, den können wir dann nächstes Mal ausprobieren. So, wir gehen zu der Rangliste wieder nach Deutschland und sehen, auf welchem Platz wir jetzt sind. Weiter runter, weiter runter. Und da sind wir auch vorbei. Platz 180. Wir sind sogar noch ein bisschen weiter nach oben. Ja, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal.